Come see me tonight. In the sec we're flirting and we dance for hours. She knew that she had me, but I didn't realize I'm sleeping with a vampire. Da läuft es. Da läuft es. Da läuft es. Denn das ist das Haus vom Mann mit den Elefantenbabys. Das ist jetzt mein Jingle. Das wäre so mega die abgefahrene Kinderserie. Das kann ich mir für den Kika vorstellen. Oh, sie treten schon wieder. Und ich glaube, ich habe heute Morgen beim Kacken einen Rüssel aus meinem Pops gesehen. Weißt du, wie so ein Bandwurm. Oh mein Gott, es hat noch nicht mal angefangen und ich will dich schon schlagen. Es ist einfach so, oh, so eklig. Lass uns aufnehmen, Freitagabend. Wie soll das Ganze hier denn laufen, wenn nicht so? Ja, also, ich gehe jetzt zu meinem einzigen coolen Kind, geh da weg. Geh da weg, verschwinde. So, ja, das da weiß ich schon ganz. Oh. Ich bin immer noch traurig, weil unser Sweetie nicht da ist. Oh, das hat jemand in den Kommentaren gesagt. Buffy ist done, weil Sweetie war nicht kuschelig. Sweetie war ein Hautfetzen. Der war nicht kuschelig. Just saying. Was? Ja. Wieso war Buffy dunn? Buffy war traurig und dann kam die Sprechblase, oder der Pinwand-Eintrag. Buffy ist traurig, weil ihr flauschiger, super cooler Freund weg ist. Aber Sweetie war nicht flauschig. Außer Sweetie hatte ein bisschen Schimmel. Stimmt. Irgendwas Falsches, bla bla bla, weggelaufen. Und dann war das also mit dem flauschiger Freund ist weg. Ja, genau. Ja, die Klamotten sind flauschig. Elefant, es ist wirklich. Alter. Denn hier wohnt der Mann mit den Elefantenkindern. Da hab ich gerade schon reingeheult. Jetzt wolltest du kurz reinheulen. Jetzt geht aber nicht, jetzt bist du glücklich. Und jetzt willst du eine Pfütze aufwischen. Geil. Genau mein Leben. Überhaupt kein. Also, oh mein Gott. Es ist noch mehr geworden. Ja, und es wippt komischerweise unten. Als würde es atmen. Oh mein Gott, mein Bauch atmet! Das ist schon ein eigenes Lebewesen. Boah, du willst die Hundepfütze draußen aufwischen. Jetzt gucken, ich hab doch bestimmt auch Kacker draußen liegen. Was ist jetzt hier Zuwendung? Die Zuwendung, du kannst... streicheln. Ey, sobald die Kinder da sind, will der auch weglaufen. Loben. Kumpel werden, du kannst Kumpel werden! Boah! Oh, ich hab gestern und vorgestern Mops gesehen. In der Stadt. Der eine war richtig hässlich. Also es war wirklich ein richtig hässlicher Mops. Alter, du kannst dich halt auch nicht mehr bewegen. Ich glaube, das ist das Stadion der Schwangerschaft, wenn man einfach nur noch will, dass es rausgeht. Tschüss, Jimmy. Hi, Jimmy. Du meinst, wie vor 2 Trimestern? Du bist mein bestester Kumpel und deinetwegen habe ich mir jetzt meinen Oberschenkel in meinen Bauch gerammt und wir kriegen ein Kind weniger. Du bist gerade durch den Bauch geklatscht. Ja. Der ist gar nicht in echt da. Das ist ein holographischer Bauch. Das denke ich mir auch jeden Morgen. Und dann versuche ich mir mein reell existierendes T-Shirt anzuziehen. Und dann stelle ich fest, dass es kein holographischer Bauch ist. Dann soll er draußen das Geschäft erledigen. Und Jimmy ist hier irgendwo eingebaut. Jimmy braucht auch Zuwendung. Steh auf und dann kümmern wir uns um... Lass Jimmy in Ruhe. Der ist traurig, wenn ich das ja auch noch abhaut. Jimmy haut nicht ab. Dafür ist Jimmy viel zu faul. Ich habe Jimmy schon ewig nicht mehr gesehen. Er war jetzt schon seit mindestens 14 Tagen nicht mehr da. Das stimmt allerdings. Also der Real-Life-Jimmy. Hast du mal gefragt, ob er alles gut ist? Nee, ich wollte jetzt nicht irgendwie auf WhatsApp so komisch klingen. So, hey, ich kenne Ihre Katze. Geht der gut? Hey, wie geht's Ihrer Katze? Seit 14 Tagen nicht mehr gemeldet. Hallo, hier ist Isa. Wie geht's eigentlich Ihrer Katze? Ja, eben. Hey, cool. Danke, Isa. Schreibst du uns bitte nie wieder? Danke. Es wird irgendwie keine Ahnung, sondern ich habe schon seit 14 Tagen nicht mehr gesehen. Bla, bla. Ist dann alles in Ordnung und nachher ist halt irgendwas oder sowas. Und deshalb sind die Leute halt voll sad. Stell dir vor, der ist seit einer Woche weggelaufen. Ja. Und dann, na okay, da hätte sie sich gemeldet. Ja, der hätte sich gemeldet, definitiv. Liebe spüren lassen. Ja, wir haben noch unseren digitalen Jimmy. Liebe spüren lassen. Das Liebe spüren lassen ist dann halt wie bei so einer overattached... Ich habe das nicht sauber gemacht übrigens. Das sollte ich vielleicht mal tun. Aber wie bei so einer overattached girlfriend. Weißt du? So dieses... So schön! So flauschig!
mich. Und die Katze denkt so, please kill me. Aber das hast du auch gerade eben mit Mopsaurus gemacht. Ja, aber Mopsaurus ist ein Mops. Der kennt das nicht anders. Der muss Liebe tatsächlich spüren. Da wird auch gerade Liebe gespürt. Wo ist unser Kind schön hin? In den Sand rein. Unser Kind hat gerade eine Phase, glaube ich. Ja, what the fuck? Was machst du in meinem Zimmer? Ich hasse die Welt. Ich hasse mich. Warte mal. Du hast ein eigenes Kackbad und du gehst in meins, unseres? Ja, tatsächlich. Ja, die Dusche ist da halt luxuriöser. Wahrscheinlich will sie da... Keine Ahnung, das ist eine Phase. Wehe, die rasiert sich die Beine und lässt alles liegen. Wer macht denn sowas? Was? Was? Gekränkt. Manchmal hat man das Gefühl, als würde... Achso, ja, sie ist halt immer noch so ein bisschen... Sie hat einfach eine Phase gerade. So eine Teenager-Phase. Guck, da geht alles in den Arsch. So ist das halt. Solange es nur in den Arsch geht, ist alles in Ordnung. Oh, der muss ausgeräumt werden. Ja, die kann aber trotzdem mal hier so ein paar Käsecracker holen. Für wen denn? Achso, die. Spontan ja, auf zu duschen, ja, Käsecracker, alles gut. Welche Käsecracker hört man einfach auf zu duschen? Ja, würde ich auch tun, wenn ich spontan Käsecracker... Wahrscheinlich würde ich mit Käsecrackern in die Dusche gehen. Ui, kratzi, kratzi, kratzi. Okay, was ist los hier? Pablo. Der alte Sack ruft unsere Tochter an und will mit ihr beim Muschen Wiener Abendessen. Ich verhungere, sollen wir uns zum Mittagessen, es ist 19.41 Uhr, im Restaurant Muschenwiener treffen? Also das Muschenwiener hat tatsächlich einen sehr, sehr schlechten Ruf, was sowas angeht. Ich habe dort gehört, da haben Leute in der Küche miteinander getechtelmächtelt. Auf dem Herd. Während der haben dort Dinge in den Ofen geschoben. Das geht so nicht. Bist du so schwanger geworden? Nee, ich war im Zirkus. So. Ich war im Zirkus, dann im Zoo und auf einmal fehlten alle Tiere. Da habe ich mir nämlich alle reingeschoben. So. Dann kann sie nebenbei ein bisschen Fernsehen. Hier, ja. Da, Fernsehen. Ist deine. Hier ist die Cracker. Oh, hier Fernsehen, gut, so, da. Fit. Jo, naja, also da ist. Also ich meine, die war jetzt hier verhungern. Das bedeutet, ihre Kalorien muss noch ein bisschen, ne? Weißt du, so. Ich glaube, Buffy ist so kacke drauf. Die wird jetzt sagen: Esse fett wie die, wie du werde ich nie. Die Tochter. Weißt du, und ich so: Hallo, ich bin schwanger mit Elefantenfünflingen. Wieso bin ich sehr kokett? Süßes Ständchen. Oh, hast du schon was vorgesungen, ey. Alter, du hast dir geile Kekse geholt. Du sollst... Oh, nee. Was ist denn das für ein Bild? Eine glückliche Familie. Und bald kommt noch ein Baby dazu. Kennst du das? Babypark! Kennst du das, wenn deine Eltern mit dir zusammen auf der Couch sitzen und du ganz genau weißt, dass die eigentlich miteinander Knickknack machen wollen? Sweetie! Oh mein Gott, sie kann fliegen! Sweetie kann fliegen! Ach so. Immer diese Straßenkatzen, die war bestimmt wieder auf Honoloris. Ja, wir haben die ja Dingens da. Wo waren wir denn? Naja, wir waren im Dschungel. Oi, wer ist das? Andere Katze. Oh, ich dachte, jetzt kommt Jimmy entgegen und begrüßt Sweetie. Oh, wir müssen Sweetie dann unbedingt waschen und guck mal, die dampft. Ich glaube, die muss zum Tier oder so fliegen. Ja, die Fliegen sind sowas. Seitlich knapp hinterher geflogen. Oh, Sweetie, oh, hier, willkommen heißen. Da willkommen umschimpfen. Heißen. Willkommen heißen. Los hin jetzt. Schimpfen. Willkommen mit heißen. Mit Ü schimpfen. Willkommen heißen. Schimpfen. Wir müssen richtig schimpfen mit der alten Kackstelze. Sweetie, du bist wieder lieb, da. Wenn du nochmal wegrennst, dann jag ich dich und hau dich. Ui. Dann, wasch du die bitte. Die müssen die zum Tierarzt bringen. What? Ja, die hat Katzenreuden, Seuchenreude. Wir können auch sagen, sie sollen sich paaren. Nein! Aber die hat irgendwie. Also, erstmal gehe ich die jetzt waschen. Ja. Kann man die waschen? Kann man eine Katze waschen? Oh, bestimmt. Da ist die Badewanne. Nee, wir können Mopsaurus nur baden. Also wir können die Katze nicht waschen. Dann Sweetie, ab zum Tierarzt. Sweetie, du musst dich mal... Na wohl, die Hygiene ist ganz unten. ...selbst pflegen. Sweetie, pfleg dich mal selber. Wir können sonst nichts machen. Ich kann sonst nichts tun. Können wir mit Sweetie reden oder so noch? Aber ansonsten... Oh, mich ruft jemand an.
Vielleicht ist es die Elefantenmama. Ach mal, Paluden. Oh, ich hab gehört, dass es in der Barritternacht sein sollen. Sollen wir hin? Du in dem Ritterkostüm? Also ich hab zwar einen Drachen zu Hause, aber den wollte ich jetzt eigentlich nicht bekämpfen gehen, indem ich in eine Bar gehe. Komm auf. Oh mein Gott. Vielleicht kriegst du da dein Baby. Ich bin schwanger. Geil, dann nenne ich es aber nur nach Whisky-Sorten. Dann wird der ein Kind, egal was es für ein Geschlecht hat, wird Remy Martin. So der andere wird Cuba Libre. Das ist zwar keine Whisky-Sorte, aber auch ein schöner Name. Mhm. Dann, weiß ich nicht, sowas wie Chuchu oder wie das heißt? Das XOXO? Nee, Chuchu? XUXU? Da gibt es irgendeinen Erdbeer. Blue Curaçao finde ich viel besser. Aber nee, das ist ja... So, ist es Ritternacht in der Bar. Müssen wir uns dann nicht auch anziehen als Ritter? Witzig. Das ist doch voll kacke, wenn du kein Ritterkostüm anhast. Hast du ein Ritterkostüm? Nee, ich bin doch immer noch in der Vereinigung der ritterlichen Ritter, oder nicht? Du hast aber kein Ritterkostüm. Hm. Aber immerhin ist der Paluden. Ich will ein Ritterkostüm. Klack, klack, klack. Heroische Edelleute, versammelt euch. Erscheint in eurer Rüstung bei der Ritternacht und erhaltet einen lohnenden Rabatt. Arr, ich bin ein Ritter. Wieso haben die denn alle keine Ritterkostüme an? Das ist doch voll lame. Und ach, da kommt einer. Die tanzen auch doof. Oh, wie, mit einem goldenen Helm. Jetzt will ich mal gucken, gerade, ob wir irgendwie das Outfit kopieren können. Kopieren. Outfit kopieren. So. Und jetzt so. Krieg ich denn auch einen scheiß goldenen Helm? Mode? Oh, das sind nur Snobs. Outfit einfügen. Ja! Das sind nur Snobs. Alter! Ein schwangerer Ritter. Das haben wir doch noch nie gesehen. Oh, ja. Gut, das ist eine Rüstung. Es schützt das Baby sehr. Nicht Arsch frisst Hose, sondern Bier frisst Bauch. Wow. Bar frisst Bauch, ja. Nicht Bier. Bier frisst Seele, aber Bar frisst Bauch. So. Oh, da kommt ein Ritter. Gib mir das, ist viel hübscher. Okay. Das, guck dir an, das ist blau mit Gold verziert und schön. Ja, das andere war so ein Kackding. Ja, ist okay. Mann, ich muss doch ein cooler Ritter sein. Ja, ist okay. Kommt ja nicht an. So, nee. Ich will Kommode kopieren, Outfit einfügen. So. Oi! Guck dir an, wie schön ich bin. Und dick. Es gibt den rosaroten Ritter von hinten und du bist dann der schwangere Ritter von... Allen. Der schwangere Ritter von drei Kindern oder sowas. Ja, keine Ahnung. Guck mal, wie cheap das hier vorne aussieht. Dieser scheiß goldene Fatzke. Gucken dir an. Das ist Nasim Istar. Sei nicht so rassistisch. Ritterassistisch. So, und wer ist das? Klingan, der weiß... Ich hab meine Rüstung. Kannst du mich bitte kurz daneben stellen, neben Klingan? Der geht jetzt erstmal gerade, sag ich, die Hände waschen oder okay, so. Okay, ja, also irgendwie daneben stellen, dass wir uns irgendwie... Dass wir halt nebeneinander stehen, das möchte ich gerne sehen. Guck mal, da ist noch ein Ritter. Der hat sogar Gold. Was, wo? Da neben dem anderen Fatzken. Und da kommt noch einer, aber der hat auch eine Kackrüstung. Da? Oh, der ja, ein richtiger, ne? Cool, ja. Also, wer ist das? Das ist Dr. Freud. Der hat echt eine coole Rüstung, ne? Ja, auch richtig. Mit dem Berliner. Ist das nicht das Berliner? Leute. Genau, stopp. Warte. Der Alter, der Unterschied der Katze da drauf ist halt hart, ne? Ja. Aber wir wer trägt es besser? Ha? Das wird deine Umfrage für die Folge. Ja. Wer trägt es besser? Ja, okay, alles klar. Aber guck mal, beim Dr. Freud ist, glaube ich, das Berliner Tier drauf. Oder ist das auch eine Katze? Auch ein Pussy. Alles Pussy. Shingo Sasaki.